Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ascentury in the Curse of Time Box von Pyogenesis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ascentury in the Curse of Time von Pyogenesis. Das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, die Box ist recht flach, dafür ziemlich breit. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Nach langer Abstinenz, nach langer Pause meldete sich die Band mit diesem Album zurück im Jahr 2015. Wir haben hier eine rechteckige Box, also im Querformat das Ganze. So, auf der Folie hat er noch einen Sticker, und zwar verrät uns dieser etwas über die Auflage, und zwar lesen wir hier: Limited to 500 Units, also diese Box ist auf 500 Stück limitiert. Dann haben wir hier noch einen Barcode, den brauchen wir jetzt weiter nicht mehr, die Folie auch nicht. So, das ist das Cover der Box. Wir lesen hier oben einmal den Namen der Band, dann hier den Albumtitel, also das heißt auf Deutsch so viel wie ein Jahrhundert in, ja, im Fluch der Zeit, mehr oder weniger. Dann haben wir eine riesengroße Dampflok, also eine Eisenbahn. Hier oben sind auch noch Zeppeline zu sehen, Scheinwerfer, dann hier Meeresgetier, diverse Menschen, die hier rund um diesen Zug stehen. Also hier ist einiges los. Das gesamte Artwork hier vom Cover ist in so einer Steampunk-Richtung gehalten. Generell das Artwork ist, glaube ich, komplett hier so Steampunk-mäßig. Limited Edition lesen wir hier noch. Ansonsten wirklich rundum beschriftet die Box. Jawohl. Und auf der Rückseite lesen wir dann einmal die Tracklist. 9 Stück an der Zahl. Plus, hier lesen wir auch noch Bonus-Track, aber ich glaube, das bezieht sich hier auf Track Nummer 6, wenn ich jetzt richtig verstehe. Also 9 Tracks. Dann haben wir hier den Boxinhalt aufgelistet, Limited CD, Digipack inklusive Bonus-Track. Dann was haben wir noch? Stamped 3D Tinplate. Okay, Metal Pin, Signed Autograph Card, Handname, World Certificate. Okay, also diverse Inhalte, schauen wir uns gleich nochmal alles natürlich im Detail an. Das Ganze ist erschienen über IFM Records. Hier nochmal der Barcode. Und was ungewöhnlich ist an dieser Box, der Boxdeckel ist nicht abnehmbar. Das ist hier wirklich so alles fix verbaut oder verschachtelt. Wir haben hier so eine kleine Öffnung. Bedeutet, wenn wir hier dann wahrscheinlich das Ganze rausmachen können. Moment, das kann ich so einfach, ohne jetzt hier irgendwas zu beschädigen. So, ich glaube, jetzt ist es gelungen. Jetzt können wir hier aufmachen. Jawohl. So. Gut, also. Jetzt ist die Box leer. Die Form der Box ist scheinbar vor allem einem Inhalt gewidmet, einem Inhalt geschuldet. Und zwar diesem riesigen Metall, diesem Blechschild. Ich glaube, Tinplate hat sich das genannt hier auf der Box, also die englische Beschreibung. Also, das ist der Inhalt. Einmal hier das Album im Digipack. Dann haben wir hier einen riesen Pin. Eine Autogrammkarte. Dann das Zertifikat. Und dieses riesige Metallteil. So. Dann werden wir mal die einzelnen Inhalte aus der Folie holen. Nummer 1 geht gleich hier ab. So, das ist das Riesenblechschild. Machen wir mal zur Seite. Dann haben wir als nächstes dieses Riesenteil hier, diesen Ansteckpin. Und dann haben wir noch das Digipack mit dabei. Also, hier haben wir noch einen Sticker auf der Folie.
Biogenesis are back, epic album after 13 years. Ja, wie gesagt, die waren lange, lange weg. 13 Jahre, unfassbar. Performing as one of the top acts on Summer Breeze 2015, The Cult Comeback. Okay, auch dieses werden wir natürlich wieder aus der Folie befreien. Na. So. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Cover kennen wir ja bereits von der Box, allerdings hier eben jetzt quadratisch und etwas, ja, schmäler. Also der Horizont ist ja etwas begrenzter. Wir sehen ja nicht mehr ganz so viel. A Century in the Curse of Time lesen wir unten. Biogenesis hier oben. Auf der Seite ebenfalls beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann 9 Tracks an der Zahl. Also wie gesagt, Track 6, der hier vorhin als Bonustrack gehandelt wurde, kommt jetzt ohne dieses Sternchen hier. Dann die beteiligten Labels, Barcode, okay. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Ja, also ihr seht selbst, Steampunk durch und durch. Sehr schönes Artwork meiner Meinung nach. Dann die 4 Herrschaften. Auf der rechten Seite das Booklet. Hier haben wir auch noch irgendeinen Einleger vom Label, also IFM Records, bewirbt hier noch weitere Releases. All das gibt es hier zu kaufen. Ah, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Die JBO Tankstelle, Zapfsäule. So, dann kommen wir zum Booklet. Hier geht's los. Jawohl, die einzelnen Tracks hier abgetippt, Wort für Wort. Sehr schön, zum Mitsingen, zum Nachlesen. Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Weitere Lyrics. Dann nochmal alle 4. Sieht aus wie so ein Kontrollraum in einem Kraftwerk oder so. Im stillgelegten Kraftwerk. So. Lyrics ohne Ende. Und zum Abschluss natürlich die Credits. Und nochmal die Lok und hier weitere Steampunk-Elemente. So, sowohl das Booklet als auch den Einleger packen wir zurück und kommen zur CD. Das ist die hier. So sieht das aus. Natürlich Zahnräder. Wohin man sieht, natürlich auch dahinter. Und dann geht's weiter mit dem Pin. Hat man ja schon oft gehabt in Boxen, solche Pins, aber der ist echt riesig. Also normalerweise sind diese Pins ja ein Bruchteil, vielleicht, keine Ahnung, so ungefähr, so groß. Allerdings hat man hier wirklich so eine, ja, Plakette fast schon draus gemacht. Das Albumcover hier nochmal in etwas düsterer Optik, also wirklich so dunkelschwarz hier drauf gemacht. Und ist auch wirklich wie so eine, ja, es fühlt sich fast an wie so Glas oder sowas, also wirklich sehr hart und stabil. Dann auf der Rückseite, um diese Riesenfläche wirklich dann zu fixieren, 2 Pins, einer rechts, einer links. Kann man sich dann entsprechend festmachen, wohin man möchte. Und dann hat man das Albumcover. Spiegelt hier auch, also ist wirklich so eine Glasoptik. So sieht das aus. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Alle 4 Herrschaften haben hier unterschrieben. Das ist wieder das Foto aus diesem Kontrollraum. So sieht die Rückseite aus. So eine Postkartenoptik, genau. Das Blechschild, das ist echt stabil und ziemlich schwer. Und wir haben hier wieder das gesamte Albumcover drauf. In sehr schöner Auflösung. Also, sehr schöner Druck hier. Hier kann ich keine Kratzer oder irgendwelche anderen Makel entdecken. Auf der Rückseite sieht das so aus. Hier sehen wir auch, dass das Schild entsprechend geprägt ist. Und dann haben wir hier in den Ecken jeweils 4 Aussparungen, 4 Löcher, womit wir das Ganze dann wirklich auch irgendwo an die Wand oder irgendwo aufhängen können. Sehr schön. Und den letzten Inhalt
Der kommt hier, den haben wir hier. Ein Zertifikat. Das Zertifikat, das uns die Authentizität bestätigt. Und zwar lesen wir hier unten, wie gesagt, es waren ja 500 Stück. Meine Box ist in diesem Fall die Nummer 83. Dann haben wir hier noch die weiteren Inhalte aufgelistet. IFM Records macht das generell, glaube ich, fast bei allen Boxen, dass man solche Zertifikate beilegt. Und man hat das hier sogar handdurchnummeriert. Wunderbar. Gut, hier gibt es nochmal das Foto aus dem Kontrollraum. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat, wie gesagt 500 Stück, alle wurden hier händisch durchnummeriert. Dann die Autogrammkarte mit den vier Unterschriften hier mit silbernem bzw. weißem Stift. Der Riesenpin. Das Metallschild, das Blechschild hier mit dem Cover im Querformat. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 9 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. A Century in the Curse of Time von Biogenesis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Biogenesis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.